So. Jetzt gucken wir mal kurz. Wir haben ja hier die Ledermütze gekriegt. Die kann er tragen. Dann kriegt er auch mal etwas mehr Protection. Und ich nehme die einfache Mütze. So. Hier ist, glaube ich, nichts mehr soweit. Oder ist hier noch ein Schalter? Hier haben sie keinen versteckt. Hier auch nicht. Nö, dann ist soweit hier nichts. Gehen wir mal weiter. Und zwar hier lang. Ah, da kommen schon wieder Pilze. Auf uns zu. Die langsam etwas nervig sind. Vor allem, wenn jetzt da hinten noch einer kommen sollte. Aber wenigstens sind sie essbar. Aua. Und ich sollte beim Zaubern stehen bleiben und nicht zurückgehen. Und immer wieder aufpassen, ob nicht von hinten gleich mich was in die Enge treibt. Zum Beispiel irgendein kleiner Kampfbrokkoli. Von denen halte ich ja leider zurzeit nicht mehr besonders viele aus. Jedenfalls mein Hau drauf Krieger. Mein Streitkolbenkämpfer. Ja, wenn ich den Schlüssel nehme, passiert vielleicht irgendwas. Deswegen sacken wir erstmal hier eine Fackel ein. Und hier wollte ich eine rein stecken und gucken, ob was passiert. Ich höre schon mal keinen Stein auf Stein. Also keine Felsen sich bewegen. Aber ich sehe einen Pilz. Aua. Ja, ich sollte dann demnächst mal zurück zum blauen Kristall gehen. Weil das ist ja doch dann ziemlich garstig, was hier rumläuft. Da werden wir wohl den Schlüssel brauchen, aber da mache ich jetzt erstmal nicht auf. Sondern gehe lieber kurz zum blauen Kristall zurück. Sofern ich den Weg noch finde. Ja, hier sieht gut aus. Müssen wir nur durch diesen Teleporter springen. Den blauen Kristall anklicken. Und können wieder in diese Richtung gehen. Hier lang und uns weiter da oben sehen. Da war der Raum mit dem Schlüssel. Hä? Und dem Hebel. Was macht der denn? Der öffnet einen Raum mit Brokkoli. Oder mit diesem kleinen Pilz nehmen. Aua. Gerade jetzt am Anfang sind sie lästig, denn sie machen verdammt viel Schaden und das auf die ganze Gruppe.
Und wir haben ein Secret gefunden mit einem Pilz drin. Hallo Pilz. Ich muss ehrlich sagen, mein Faustkämpfer macht eigentlich schon ziemlich viel Schaden. Also er kann schon gut mit dem Keulenkämpfer mithalten. Ein Eisenhelm. Schwere Rüstung. Schutz plus 8, aber Ausweichen minus 10, wenn man keine schwere Rüstungsfähigkeit hat. Und ein Schädel. Ja, die Schädel wären praktisch, wenn wir einen Tauren dabei, also einen Minotaurus dabei hätten. Ja, ich sag Taure. wie auch immer. Wenn wir einen Minotaurus dabei hätten, weil dem kann man einen besonderen Trade geben, der sich Headhunter nennt. Und für jeden Schädel macht er dann halt mehr Schaden, den er bei sich trägt. Wäre halt praktisch gewesen. Aber ich wollte dieses Mal einfach eine reine Menschengruppe machen. Deswegen ist es auch eine reine Menschengruppe geblieben. So, jetzt gucken wir mal in die Richtung. Da war ja der Pilz um die Ecke. Hier ist noch so ein Grimcap. Ein grimmiger Pilz. Hier sind die Legionäre verdammt laut zu hören. Und auch Pilze, die rumstapfen. Aber die Sackgasse kommt mir etwas komisch vor. Naja. Falsch, da war die nicht lang. Ich wollte hier rüber. Mich erstmal hier nach. Schloss. Schaltern umgucken. Aber hier sind auch keine. Soweit ich das sehe. Hinter der Fackel auch nicht. Naja, gut. Schlüssel. Schlüssel. Den haben wir jetzt wieder vergessen, hä? Na gut, nochmal zurück. Und den Schlüssel mitnehmen. Hat sich nichts getan. Dann stecken wir mal hier den Schlüssel rein. Und Sesam, öffne dich. Und hier haben wir eine Lederrüstung, und zwar eine verstärkte. Die gibt Schutz plus 4. Dann kann er die haben. Er kann die haben. Und sie hat obenrum eh immer noch nichts an. Also kriegt sie die einfache Bauernkleidung. Kein Schalter, kein Schalter. Da steige ich noch nicht drauf. Was machst du denn? Oh, du machst eine Abkürzung auf zum blauen Kristall. Das ist schick. Und du? Ja. Da sind die Legionäre.
Okay, die werden auch langsam etwas leichter. Aber trotzdem sollte man sie nicht zu leicht nehmen. Zumal die noch garstig werden können. Und zwar genauso. Ja, vier auf einmal. Und ich habe schon wieder keinen Schaden bei ihm gesehen. Irgendwas ist komisch mit dem Eiszauber. Trifft der nicht immer? Diesmal habe ich Schaden gesehen. Oder hat er irgendwas gegen Gegner, die sich bewegen? Ja, der hat tatsächlich was gegen Gegner, die sich bewegen. Also das kann jetzt hier eine Weile dauern. Bis ich die 5 Stück runtergeklopft habe. Die 4 Stück. Wow. Einer ist hier. Oh mein Quid von meiner Schurkin oder meiner Diebin. So, da waren es noch 2 und sie schießt vorbei. Jetzt ist es nur noch einer. Und das war's. Puh. Bevor wir hier weitergehen, nochmal zum blauen Kristall zurück. Wir haben ja jetzt hier die Abkürzung. Ich sag ja, die darf man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Legionäre. Die Untoten. Nein, falsch. Hä? Ach so. Fackel alle, neue bitte. Hier geht's lang, oder? Ja. Die hier sind alle hinüber. Und hier klingt das so, als ob noch mehr hier wären. Ah, da kommt einer. Einer ist kein Waldbruch. Einer ist einfach nur ein bisschen lästig. Vor allem, wenn man ihn nicht ordentlich trifft. So. Ist er schon weg. 2 Steine und 1 Secret. Eine Kiste. Hier ist drin. Nomadenschuhe. Also das ist gut. Die sind ein bisschen besser als die einfachen Sandalen. Und noch ein Heiltrank. Und in die Kiste, was können wir da einsortieren? Essen. Essen. Wer könnte das da mit sich rumschleppen? Na gut, lassen wir die Kiste mal so voll. So. Die können wir dann irgendwann zwischenbunkern. Das klingt so, als ob dahinter wieder Pilze wären. Aber jetzt will ich erstmal noch kurz hier hingucken, weil das hier sieht auch interessant aus. Mal sehen, ob ich jetzt gleich sterbe, wenn ich hier drauf trete. Nö. Eisentür.
Nur der geduldige Mann kann die Dämonenfratze besiegen. Ah ja. Also müssen wir die hier einfach nur lang genug anstarren, oder wie? Hm, passiert. Uah. Was? Okay. Ich wollte gerade eben sagen, passiert nichts, aber es ist doch was passiert. Vier Legionäre, die uns lieb haben. Warum sage ich eigentlich immer lieb haben? Die wollen uns umbringen. Ja. Die wollen sich nicht mit uns anfreunden. Die wollen uns mit ihren Speeren auf den Kopf hauen. So, nur noch einer. Und ich verfehle ihn dauernd. Drei Schaden. Und meine Magierin hat schon wieder ein Level up. Spellcraft ist jetzt hoch genug. Jetzt gibt es erst einmal Eismagie auf 10. So. Was hat sie bewacht? Ein Bogen und Pfeile. Praktisch. Dann können wir jetzt mal hier das tauschen. Und ich würde sagen, bevor wir weitergehen, speichere ich nochmal. Also bis gleich.